zu lachen, das ist das Schöne. Ununterbrochen kann man hier reingehen. Andauernd. Mit Recht. Hier seinen Augapfel. Gibt es denn etwas, das uns teurer und wichtiger sein müsste als der Augapfel und das größerer Pflege bedürfte? Hier sehen Sie es in aller Deutlichkeit, wie er mit dem Gehirn verbunden ist. Direkt Verbindung durch den Sehnerv. Jawohl, auch bei Ihnen, mein Herr. Und wie er dem Gehirn Bilder übermittelt, die zunächst auf dem Kopf stehen, dann jedoch unverzüglich und scheinbar mühelos wieder auf die Füße gestellt werden, dank der genialen Anlage des Menschen. 6 Millionen Sehstäbchen und über 1 Million Zapfen sind ununterbrochen für Sie an der Arbeit. Sondieren, wählen aus und jagen für Sie den Farben nach. Und was tun Sie für dieses wunderbare Instrument? Ohne Geld, ohne Lohnzettel, ohne Urlaub. Jeden Morgen tue ich meine Arbeit. So sagt die Sonne. Jeden Morgen lasse ich mein buntes Orchester erklingen. Jeden Morgen fege ich den dunklen Staub der Nacht hinweg und bemale aufs Neue die Blüten und Blätter, die Mauern und Dächer. Jeden Morgen tanzen die Musen, jeden Morgen träumen die Dichter. Jeden Morgen stellen die Gelehrten sich Fragen. Das Weltall, weit wie die unendliche Klarheit der Nacht. Die Astronomen haben es wieder erschaffen nach ihrem eigenen Maß. Der Automatenmensch bläst die Trompete, doch des Himmels Bläue sieht er noch nicht. Kalt bleiben die kupfernen Sterne, ohne Schein ihre Sonnen am Morgen. Wie viele Morgen müssen sich auftun, ehe der Mensch es lernt, das Licht zu fangen? Regenbogen, Märchenbrücke der Kinder. Ehe der Mensch es lernt, die Farben aufzufächern. Doch kaum kreist rascher die Scheibe, fliehen die Farben zum Licht zurück. Die einzigen Gefangenen, die ihrer Zelle entrinnen, wenn sie schnell in ihr im Kreis sich drehen. Flüchtig sind Töne, flüchtig können Farben sein. Verführerisch schien manchem die Ähnlichkeit. Doch Gedanken widerstehen nicht immer der Zeit, Farben bisweilen ebenso wenig. Das Licht bringt sie hervor, der Schatten bewahrt sie, und manchmal ist es das Licht, das sie tötet. Die Sonne bringt vieles hervor und vieles zerstört sie. Buntes Glas fängt das Licht, öffnet in erträumte Himmel den Weg. Doch stiehlt das Licht sich davon, lässt Nacht die Farben sterben. Ein wenig gelb, ein wenig blau, das ganze Geheimnis der grünen Wälder, der grünen Wiesen.
Ein Weilchen nur erblickt man sie in ihrer Frühlingsfrische und schon kehrt der Herbst ein. Kummer um die Vergänglichkeit, Kummer, morgen schon all diese Pracht sterben zu sehen, ließ einen weisen Prinzen in einer stillen Grotte seiner im Jahreskreis wechselnden Gärten getreuere Himmel und getreuere Zweige malen, damit auf ewig erhalten bleibe der Frühling und der zarte Horizont der ersten Liebe. Entflohen sind die Farben. Wohin? In welch glückliches Land? Schwarz ist die Trauer, weiß ist die Trauer. Winter und Tod verjagen die Farben. Trauer im Westen, Trauer im Osten. Einzig der Tod kennt keine Farben. Nullpunkt. Moderne Wissenschaft setzt bei den Grundlagen an. Schwarze Asche, grauer Staub. Warum benutzen Chemiker Spielkarten? Zufall und Geist werden in den Laboratorien der Materie Herr. In farbloser Asche schlummern die Regenbogen von morgen. Chemiker sind Reisende auf den Wegen ins Unbekannte. Ich bin vor 2 Jahren einmal in Brüssel gewesen und wollte mit dem Auto an das berühmte Manneken-Piss fahren. Das war gar nicht weit. Wenn ich von hier in der Richtung fahre, bin ich in 2 Minuten dort. Und nun ging das los. Überall war Einbahnstraße, Einbahnstraße, Einbahnstraße. Sahen Sie nix. Ich war am Schluss 5 Kilometer von diesem Männlein weg, wo ich hin wollte. Und so ist es in der Forschung. Man fängt an, hat sich einen Plan gemacht und will irgendwo hin und dann sind immer Sahen Sie nix dazwischen. Nur auf ganz großen Umwegen kann man dann doch dahin kommen, wo man hin will. Die Chemie, das ist überhaupt eine sehr eigenartige Wissenschaft. Man kann sie nicht in einem mathematischen Zentralbüro ausrechnen. Wie weit sie auch fortschreitet, die Chemie ist ein ungeheures Feld von Mystik, trotz alledem. Weder die Blütenblätter im Mörser zerstampft, noch die schimmernden Schmetterlinge der Tropen, weder die ockerfarbene Erde, noch die bunten Muscheln der Ozeane kommen dem Menschen im blauen Arbeitskleid gleich, der alles hervorbringt. Und selbst das Blau azurner Himmel. Die rote Farbe sagt, für den Russen bin ich Schönheit und Glück für den Chinesen. In der alten Welt und in der neuen trägt gemeinhin der Teufel meine Livree. Symbol der Liebe bin ich und der Gefahr. Ein Gramm Rot, eine Einbahnstraße. 10 Gramm Rot. 3 Soutanen, 50 Gramm Rot für ein Auto, 100 Gramm für ein Elefantenkleid. Car-
Karminrot, Safrangelb, Türkisblau, Kadmiumgelb und Indantren. Namen wechseln wie Kontinente. Doch in Nord und Süd, doch in Ost und West sprechen die gleiche Sprache die Augen. Das ist die Farbe der Lebensfreude. Traum in Form und Farbstaub. La vie en rose. Auf des rosaroten Mannes Schaufel warten tausend rosarote Kleider auf den ersten Ball. Vogelscheuche. Unter Lumpen träumt vielleicht ein verzauberter Prinz von den rosa Schuhen des Glücks. Ein verzauberter Prinz. Doch niemand sieht es und niemand ahnt es. Außer den Mädchen, die seit immer schon unter allen Masken einen Märchenprinzen suchen. Farben und Küssen bezaubern sie den verzauberten Prinzen und werden nicht müde dabei. Denn in jedem neuen Kleid schlägt für sie ein neues Herz und zu allen ihren Kleidern passen die rosa Schuhe des Glücks. Arme Hofdame, der Lumpenprinz besitzt nichts und sie besitzt nur ihre Kleider. Sag mir, Spiegel, sag mir, Maler, dass ich so schön wie mein Kleid bin. Doch nie kommen zu ihr die rosa Schuhe des Glücks. Guten Abend, Herr General. Pardon, Monseigneur. Dank dir schön, Nini. Wer wüsste noch, wer was, wer gewesen war, wenn unserer Kleider bunte Pracht nicht zeugte für gewesene Herrlichkeit. Auf des Kleidertrödlers großem Ball begegnen Phantome einander und grüßen lässig. Meinen Hut, Page. Bravo, Soldat. Gestatten Sie, Comtesse? Reich verziert noch immer, Roben und Trachten, Kostüme aus dem Welttheater. Reich verziert noch immer, spielen Sie immer noch ihres Lebens große Rolle. Kleider machen Leute. Dem Schein muss man Tribut bezahlen. Mein Herr oder ich, wenn einer von uns beiden den anderen überdauert, dann bin wohl ich es, sagt die Livree, denn mich braucht man immer. Jeder will etwas sein oder scheinen. Mancher träumt vielleicht, wie der Schmetterling aus der Puppe sich schält und im Licht spielt, nichts mehr zu sein als ein vom Licht bekleideter Leib. Geliebter Schein. Farben fesseln uns an ein Gesicht. Farben trennen uns von ihm. Geliebtes Gesicht. Ohne Farbe verlörst du dich in der Nacht.
geliebtes Gesicht, lebst du nicht einzig dank der Augen, die dich an deiner Farbe erkennen? Gesichter vergehen, Bilder bleiben. Für weniger als eine Mark, für ein wenig Rot, darf man eine Tänzerin entführen. Für weniger als einen Dollar, für ein wenig Gelb, kann man mit Königen ausgehen. Für weniger als einen Franc, für ein wenig Blau, ist man der, der man sein will. Für ein wenig Rot, für ein wenig Gelb, für ein wenig Blau, fahren alle Straßenbahnen nach Venedig. Fahren alle Straßenbahnen nach Venedig. Farbe führt uns ins Traumland, in unbekannte Räume. Nicht mehr, nicht minder sinnlos als gestern die ersten Piloten, die davon träumten, aus der Höhe des Himmels den Erdball zu sehen. Erkunden Maler, einsame Reisende, mit den Farben von heute die Welt von morgen. Zweithellste. Das Rot. Welche Farbe gefällt dir gar nicht? Nummer 6. Das ist welche? Das Braune. Das Braune, ja. Welche Farbe gefällt dir am wenigsten? Nichts ist außer uns, was nicht zugleich auch in uns wäre. Wir meinen, die Farben zu beherrschen, doch vielleicht beherrschen die Farben uns. Denn an unserer Stelle antworten Farben den Ärzten, die Sie befragen. Röntgenaufnahme des Herzens. Unauffällig. Größe, Konfiguration normal. EKG, bitte. Meines Erachtens ebenfalls normal. Also gar keine Symptome. Und wie ist die psychische Seite? Ich habe den Farbtest auch genommen, der ist allerdings sehr interessant. Die Braune. Ja. Und welches ist die zweitunsympathische? Gelb. Die Patientin bevorzugt bei Weitem das Blaugrün und an zweiter Stelle Orange. Was ist stärker, Blaugrün oder Orange? Blaugrün, das ist auf dem Maximum. Orange, 3 Punkte darunter. Jetzt kommt es noch auf Dunkelblau an. Ist das schwach? Sehr schwach. Mhm. Aber das ist ja dann das typische Dreieck des Formenkreises zum Herzkreis. Ja. Herzinfarkt, jawohl. Das Grün. Die Selbstbehauptung, das Orange... Morgen heißt es vielleicht Rot gleich Machthunger, Violett Zwiespältigkeit, Blau Liebesbedürfnis. Alle drei zusammen eine leidende Leber und gekränkter Ehrgeiz. Die elektronische Sphinx löst die Rätsel. Sage mir deine Farben und ich sage dir, wer du bist. Ich weiß um die Schwächen deines Leibs
um die Geheimnisse deines Herzens und selbst dein Geburtsjahr kenne ich. Feuerwerk, Schallmauer, Scheinmauer. Licht reißt eines Tages die Zäune unserer Gewohnheiten um. Täglich dringen immer neue, immer zahlreichere Farben in unser Leben ein. Man muss mit ihnen auskommen. Die grünen Strahlen von einst sagen nicht mehr unsere Zukunft voraus. Aber schon sind geschickte Erfinder zur Stelle. Nichts kann mehr schiefgehen. Garantierter Lebenserfolg. Folgende Gebrauchsanweisung beachte man. Die Augen an den Seeschlitz, das Geldstück in den Spalt und auf der Farbentafel die Farbe suchen, die mit der Farbe Ihrer Augen übereinstimmt. Irrtumslos wählen Sie auf diese Weise die richtigen Farben für Sakko, Socken und Schlips oder die richtige Gattin, deren Irisfarbe mit der Ihrigen komplementär ist. Bei der Wahl einer Krawatte oder einer Philosophie. Jeder versucht, auf die richtige Farbe zu setzen, um die Gunst der Götter zu gewinnen. Göttin Farbe. Sichtbare Göttin. Zahlreicher als der Sand am Meer ist die Schar deiner Gläubigen. Mannigfach sind deiner Priester Gewänder, doch dienen sie alle dem gleichen Kult. Magier hier und Chemiker dort. Geschichte vom Menschen und der Farbe ist eine lange Liebesgeschichte. Liebesgeschichten enden nie. Ich glaube, dass wir in einigen Jahrzehnten auch vielleicht mehr wissen werden über die Bedeutung der Farbe. Und wir beachten es sehr oft nicht oder lernen erst als Menschheit gesehen in einem sehr späten Zeitpunkt darauf zu achten, weil es uns ganz einhüllt. Und so, glaube ich, ist es mit dem Licht und mit der Farbe. Es ist eines der größten Probleme, das uns umgibt. Und hier ist noch sehr, sehr viel zu finden und zu entdecken, weil es uns bisher völlig selbstverständlich war. Ich glaube also, es ist alles noch ein Anfang.